Ja, Sie hören die Kirchenglocken. Es ist Abend. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Namen des Litz Literaturhaus Zentralschweiz, mein Name ist Sabine Graf und Daniela Krienbühl, begrüße ich Sie herzlich zur Veranstaltung Gottesanbieterin mit der Lyrikerin und Sprachperformerin Nora Gomringer und Irmgard Wirz, der Leiterin des Schweizerischen Literaturarchivs Bern und Privatdozentin an der Uni Bern. Ganz herzlich begrüße ich die Dichterin des Abends, liebe Nora Gomringer. Schön, dass Sie mit uns sind, und auch die Moderatorin des Abends, liebe Irmgard Wirz, herzlich willkommen im Litz-Zoom. Sie, liebe Frau Gomringer, sitzen in Bamberg. Irmgard Wirz in Bern. Daniela Krienbühl und ich, wir zwei in Stans. Sie hören die Kirchenglocken. Zusammen bewegen wir uns auf das spiegelsilberne Zentrum des Abends zu. Es trägt den Titel Gottesanbieterin und ist Nora Gomringers jüngster famoser Lyrikband, 2020 im Verlag Woland und Quist veröffentlicht. Der Band versammelt in 5 Unterteilungen Stoffe aus den letzten 2 Schaffensjahren der Autorin, gibt buchstäblich Zeugnis ab von ihrem Dasein als Dichterin. Eine Lyrikerin, die sich sowohl mit religiösen Figurationen in der Jetztzeit, dem Tod eines nahen Freundes, mit der Lektüre befreundeter Künstlerinnen und Künstler, als auch mit der Kontaktplattform Tinder beschäftigt. Dem Band ist eine CD beigelegt, auf der Nora Gomringer alle Texte spricht. Ich möchte auch die ausnehmend noble und witzige Buchgestaltung von Zara Tenner erwähnen. Das Buch führt ein mit vignettenartigen Illustrationen und Fotografien ausgestattetes Innenleben. Mit Käferchen und Insekten bevölkert, krabbelt und fleucht es illustrativ. Auf dem silbernen Umschlag sind die filigranen Insektenglieder der Gottesanbeterin abgebildet. Womöglich sehen Sie es auch. Jenem Insekt, dem Gomringer einst eine Stunde kontemplativer Beobachtung verdankte, womöglich eine religiöse Erfahrung. Das alliterative Spiel Gottesanbieterin, Gottesanbeterin ist poetisches Programm und öffnet neckisch und sektisch den klanglichen und stofflichen Horizont, vor welchem sich Nora Gomringers lyrisches Schaffen verortet. Wie das klingt und wie darüber gesprochen werden kann, hören wir in der folgenden Stunde. Ich übergebe den Damen gerne das Wort und wünsche Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, eine lyrische Sternstunde im Zoom mit Nora Gomringer und Irmgard Wirz. Ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einladung und die begrüßenden Worte. Wir fühlen uns ganz in Stans dabei. Wir haben diesen Anlauf geprobt, schon im letzten Herbst wollten wir dieses Insekt, dieses spiegelbildliche Lyrikbändchen. Es ist schmal, aber wer sich da hinein versenkt, merkt, dass er sich in einem Spiegelkabinett lyrischer Stimmen befindet. Und er kann es von verschiedenen Ansätzen ausgehend betreten und wird, wie die Metapher des Spiegels es im Umschlag ja präsentiert, immer wieder sich selbst in diesen Gedichten erkennen. Es hat eine nicht nur die eigene Lyrik und die Autorin reflektierende Erzählperspektive, sondern es richtet sich in den wechselnden Perspektiven auch immer wieder an die Leserin, an ein Du im Selbstgespräch oder auch in der direkten Anrede. Das Buch ist eine Publikation, die eine ganze Reihe von Lyrikbänden von Nora Gomringer anschließt. Ich möchte kurz auf diese vorhergehenden Lyrikbände
eingehen. Ich habe die dreibändige Reihe, die ebenfalls spektakulär mit den Emblemen der Populärkultur spielt, hier mitgebracht. Es ist die Reihe Morbus Monster Moden. Sie spielt mit Plakatwelt, sie spielt mit den Ansichten aus dem Film oder der erste Band hier mit den inneren Organen, mit den Krankheiten. Das war eine Trilogie, die inzwischen auch in einem Band erschienen ist, nachgedruckt wurde und die die Lyrik von Nora Gomringer bekannt gemacht hat. Nora Gomringer, die ja eine Doppelbürgerin ist, sie hat einen schweizerischen und einen deutschen Pass. Das müssen wir immer wieder betonen. Sie ist ja auch häufig bei uns in der Schweiz zu Gast, hat auch in einem Schweizer Verlag in der Edition Spoken Script publiziert den Band Ach du je. Sie ist mit diesem Band schon vor einigen Jahren hervorgetreten und es sind auch Gedichte, die sich eben besonders für die Rezitation oder für die lyrische Performance eignen. Ich denke, wir haben hier mit dem Band Gottesanbieterin, wir haben von Sabine Graf vorhin gehört, was dieser Band ankündigt und auch woran er anschließt, haben wir doch, was die Themen betrifft, eine neue Thematik, eine Thematik, die auch gleich dem Buch eine große Aufmerksamkeit beschert hat und die sehr positiv aufgenommen wurde in den Rezensionen und in den Feuilletons. Und das Buch wurde auch Ende letzten Jahres in der Schweiz hervorgehoben als eines der 5 wichtigsten Bücher, die in der Schweiz im letzten Jahr bekannt geworden sind, also in der Erhebung dieser Umfrage. Es ist ein Buch, das zwei Pole umkreist. Es ist die Liebe und es ist der Tod. Das alleine wäre ja, wenn wir die Gattung Lyrik anschauen, in einem literaturgeschichtlichen großen Rückblick, nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass diese beiden Pole Themen umkreisen, die nicht fassbar sind, die unfassbar sind. Und Nora Gomringer wählt in diesem Band für das Unfassbare eine Formen- und Bildersprache, die wir aus religiösen Texten kennen. Und das ist das heute Erstaunliche, Irritierende, Überraschende und ich für mich als Leserin auch Faszinierende an diesem Buch. Es beginnt mit einem Reigen von Widmungsgedichten, die Freunden, Kolleginnen gewidmet sind. An diese Widmungsgedichte schließt ein Zyklus der Trauergedichte. Nora Gomringer nimmt Abschied von einem Freund, der nach 2019 verstorben ist. Das sind sehr berührende Gedichte. Dieser Zyklus heißt das Buch Team. Und geht dann über zu einem Zyklus, der Zeugen heißt, zu einem Zyklus, in dem einige Liebesgedichte versammelt sind, unter der Klammer noch Fragen, und endet dann im letzten Teil zu einem Zyklus von Gedichten
unter dem Titel Angebot und nimmt damit den Titel wieder auf, ja, die Gottesanbieterin. Und in diesem letzten Teil finden wir einige neue Gottesbilder, Selbstgespräche, aber auch Anrufungen. Wir finden sprachexperimentelle Gedichte, wie das Gedicht Stottern in den USA. Wir finden dort aber auch Parodien und ein Credo. In diesem letzten Teil kann eigentlich jedes der Gedichte für sich alleine stehen und Anlass geben für ein Gespräch. Ich freue mich deshalb sehr, liebe Nora, dass du hier bei uns bist, dass du uns diese Gedichte vorlesen willst und dass wir auch die Gelegenheit haben, über die Gedichte, die du heute ausgewählt hast, ein Gespräch zu führen. Und ich möchte jetzt keine großen Fragen stellen oder auf einzelne Gedichte eingehen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt einen lebendigen Eindruck erhalten von diesen Texten und wir hören dir ganz aufmerksam zu. Sehr gerne lese ich ein bisschen vor aus diesem Band, den du wunderbar erkannt und benannt hast. Und bei den Zeugen da in diesem Kapitel, da vielleicht können wir darüber nachher ein bisschen hineingehen. Aus dem Kapitel Widmung an die Neue. Er isst gerne Fisch. Du musst ihm helfen, ihn zu entgräten. Erinnere ihn an seine Termine, halte sein Sakko, wenn er es ablegt. Er vergisst alles. Ich werde es wiederholen. Sag ihm, du liebst ihn. Sag ihm, alle lieben ihn, er sei sehr angesehen. Sag ihm, wenn er Fragen habe, dann solle er fragen. Keine wird drum weniger von ihm halten. Schnall dich in seinem Auto an und atme ruhig. Du hast keinen Bauch mehr und keine Hüfte und keinen Hunger. Du isst weniger und wirst weniger. Er liebt Frauen. Gewöhne dich an sie. Sie riechen gut und sind oft verträglicher als angenommen. Das kommt mit der Verzweiflung. Siehst du ihn mit einer anderen, dann sieh genau hin und übersieh das Einzelne. Mehr kann ich nicht sagen. Du gehörst jetzt ihm. Lass ihn das niemals wissen, denn wisse, er vergisst alles. Ein Kapitel voller Widmungsgedichte. Hier ein Widmungsgedicht für die wunderbare Autorin, Büchnerpreisträgerin, Mediävistin Felicitas Hoppe. Runtergezählt für Felicitas Hoppe. War Ritter, war Drache, war Wut, war Wunde, war Verrat, war Badewanne, war Blut, oh so viel Blut. War Baum, war Linde, war weicher Tag, war zarter Blick, war hinter Baum, war kein Ende. War Fluch, war Zwerg, war Schatz, war Zauber, war Blut, oh so viel Blut. War zarter Fingerzeig, war erklärend Wort, war wütend Aug, war diese Stelle. War Zauber, war Schutz, war Schatz, war Zuber, war Bad. Ach, Wiederholung. Wichtig, war Held, war Blut, war Blatt. Annahmen über Michael Lenz 2. Michael Lenz hat keine Katze, füttert jemandes Katze. Die schenkt ihm 7 Leben, einige davon parallel. Es gibt Tage, an denen er seufzt. Es gibt Tage, es gibt Seufzen. Michael Lenz beobachtet die Dichtung, die Richtung, das Feld und die Sonne. Der Dichter schützt sich mit Lichtschutzfaktor, Hochsprache.
Michael Lenz setzt sich Grenzen. Mit langen Beinen muss man darüber schreiten. Man dichtet heiter, den Geist weiten. Michael Lenz trägt weiterhin spitze Schuhe, teuer italienisch. Die Welt sieht sie und applaudiert. Der Dichter ist sein eigenes Modell. Michael Lenz spricht Gedichte Eugen Gomringers. Michael Lenz hat ein Gen für die Konkretion. Gomringer adoptiert Lenz. Lenz ist Sohn Nummer 8. Das Erbe teilt sich, doch schwindet es nimmermehr. Im Sommer hält Lenz selbst ein Kind im Arm. Es ist vollbracht, selbst gemacht, von einem sonnigen Baum gepflückt, daher im Namen säuerlich. Das steht dem Kind, vor allem dem Mädchen. Lenz irritiert, sagt nein und später sagt eventuell und wir könnten. Michael Lenz ist mein Bruder. Lenz Kiste in Marbach enthält einen Ölzweig, in den Ordnern die Schriften zur Nachverfolgung. Der Dichter längst Richter, was wollt ihr? Er seufzt doch. Lenz ist nicht vorstellbar an einer Kasse, 3,87 Euro bitte. Lenz ist immer, um Lenz ist immer Bühne. Was machen nicht mal 4 Euro auf einer Bühne? Lenz legt sich schlafen mit der Sprache und wacht auf, sich erinnernd. Da war doch was. Vielleicht war es genial. Lenz schreibt es auf, annähernd, spricht es stets. Genial ist ein Wort, beraubt seiner Genethik. Michael Lenz mag solcherlei. Lenz gefällt nichts. Der Dichter schweigt, der Dichter spricht, steht mal am Bahnsteig, mal im Licht. Dieses Gedicht ist hier ein bisschen hineinversteckt. Wer sich mit Heinrich Heine auskennt, erkennt es gleich. Und hiermit ist es auch gesagt, wem es gewidmet sei. Und dann wieder doch nicht, denn eigentlich bedient es sich des wunderbaren Gedichtes von Heinrich Heine, um sich anderen zu widmen sozusagen. Sie aßen und tranken am Teetisch. Am Tische war noch ein Kindersitz. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so eindringlich, mein Schätzchen, von deiner Abtreibung erzählt. Mir wurde einmal mitgeteilt, dass die Gattin des wunderbaren Architekten Zumthor, Peter Zumthor, eine meiner begeisterten Leserinnen sei. Und ich hatte Frau Zumthor nie getroffen und auch noch nie Herrn Zumthor getroffen. Aber als es zu einem Besuch von Peter Zumthor in Bamberg kam, hatte dieser die Aussage auf den Lippen, wenn mich dann jemand da interviewt, dann möchte ich, dass das die Nora Gomringer macht. Die wohnt doch da. Und es war mir eine Ehre und auch eine große Verblüffung. Und so kam es zu einem Abend vor, ich glaube, so 200 Architekten hier in Bamberg, die sich mit Peter Zumthor eigentlich unterhalten wollten, alle natürlich. Und ich saß aber auf der Bühne mit ihm und er ließ es sich gefallen, dass ich ihm ein bisschen, ja, wahrscheinlich poetisch eingefärbte Fragen zur Architektur stellen durfte. Und weil meine Mama dafür gesorgt hatte, dass ich einige Bauwerke und Häuser und große Werke von Peter Zumthor schon kannte, konnte ich ganz gut anschließen. Ein Gedicht für Peter Zumthor. Des Architekten Zumthor, Bruder Klaus Kapelle. Gehst in die Eifel, gehst auf ein Feld. Steht da ein Fels, ein Block, ein Werk. Weißt nicht zu deuten, gehst nah heran, streckst deine Glieder zu verstehen. Ist da ein Einlass, ist innen das Dunkel, ist der Boden das Feld, ist ein Stehen ein Schwanken,
tastet die Hände, raue Wände, teilt sich das Heilige durch dein Betrachten deinen Sinnen mit. Wirst Teil eines Wandelns, wirst Teil eines Wunderns, wirst weit über dich hinaus. Ja, man liest es mit viel Emphase vor und liest natürlich einen ordentlichen Fehler hinein. Da gab es die Stelle, ist dein Stehen ein Schwanken, tastet die Hand natürlich. Es war wirklich in diesem Fall eine Nachbeschreibung eines Erlebnisses, weil wenn man diese Kapelle besucht, dann kann man nicht anders, als die Innenwände mit der Hand abzufahren und auch das Erlebnis von einem besonderen Lichteinfall eben aufzunehmen. Und das ist natürlich ein genialer Zug für eine Kapelle, in der nichts ist, gar nichts. Dir wird einfach nur bewusst, du bist in die Elemente hineingestellt und man hat den Lehm auch vom Boden erhoben und ihn um dich herum aufgerichtet, damit sich eine Art Haushülle, eine Kapelle eben um dich herum aufbaut. Und dann musst du die Hand nutzen. Tastet die Hand, raue Wände, teilt sich das Heilige durch dein Betrachten deinen Sinnen mit. Wirst Teil eines Wandelns, wirst Teil eines Wunderns, wirst weit über dich hinaus. So muss es heißen. ich habe... Ja, 2019, genau. Und zwar am 2.3. morgen, nein, heute, entschuldigen Sie. Heute, wir zeichnen auf, heute, genau, da ist es ein Abschied nehmen. Um mich herum sowieso in den letzten Monaten und Wochen sehr schwierig und sehr auch einfach lähmend einen Abschied nehmen, erst von meinem Freund 2019 und diesem Tim ist hier dieses Kapitel gewidmet, das Buch Tim. Und vor ein paar Wochen war es meine Mama, die wir alle sehr vermissen. Für meinen Freund Tim sind hier ja vielleicht drei Gedichte, die ich Ihnen lese. Der Vater, sagt die Mutter. Jetzt bessert der Vater noch etwas in der Wohnung aus. Die Flaschen müssen zum Container, sagt er. Ich übergebe diese Wohnung, Besen rein und Blutes leer. Ein Nachbar hängt den Kopf von oben runter, sprengt die Begonien mit lautem Reden aus dem Mund. Der Vater weiß gar nicht, was der will mit seinen Wörtern. So eifrig wird hier reingegangen, rausgetragen. Kommt während dieser Stunden einer mit so Bundprospekten, ist hier der Adressat nun fort. Das Letzte, was der Vater ablöst, nach den Bildern, Leisten, auch die Birnen schraubt er fassungslos, ist sein Name von der Klingel dieser Wohnung seines Sohnes. Eine Hand noch nimmt er voll und wirft das Vogelfutter aus dem Fenster. Kommen Eichhörnchen und fressen diese letzte Hand ihm ab vom Leib. Ihn jetzt nicht mehr erreichen. Jetzt erreiche ich ihn nicht mehr. Da kann ich mich noch so reinhängen. Ist einer tot? Geht er nicht mehr an sein Telefon. Das ist ganz logisch und doch vollkommen übertrieben. Die sind weg, und zwar so weg, dass man alles nochmal überdenkt. Die Umarmungen und das geliehene Geld, die Bergwanderungen und das Angenerve, die Tränen und die Tat, die er bug, und man übernimmt die Freunde, die Eltern, die Geschwister.
Man hat Familie und weiß nicht, wie nach allem fragen, weil alles längst erklärt, einmal schon nicht verstanden wurde. Friedwald Business. Hab keinen Bruder ich und keine Schwester, bin ohne Klänge und auch Schwere nicht in dieser Welt. Hab keine Meinung, keine Zähne, Zunge, bin konsequenzlos wie nur irgendwas von sehr weit her. Willst du mich fassen, mach die Augen zu und schließe deine Hände. Denk dir ein Wort, das sei mein Name dann. Wisse, ich bin hier und seien doch auch nicht. Ein anderer bleibt hier, gehst du aus und fort. Nimm meine Freunde, trag alle einzeln aus dem Dickicht vor. Und kommt die Stunde, grab in ein Loch mich unter einem Strauch. Über dieses Gedicht wurde viel gerungen mit dem Lektor. Aus verschiedenen Gründen. Da gibt es manchmal so Wendungen drin, die nicht eindeutig genug waren ihm oder auch nicht so, aber ich wollte es mysteriös und ich wollte es auch, also von der Perspektive her so ein bisschen im Ansatz wechselnd und wollte auch, dass man sich auch in diesem Friedwald, ich weiß nicht, ob die in der Schweiz auch so heißen, also Orte, an denen man begraben werden kann, alternativ zu Friedhöfen, ich wollte Flughäfen sagen, eigentlich auch noch schön, ein Abflughafen, ja. Und da genau, wollte ich, dass das nicht so einen geraden Weg hat darin. So. Das Vergessen hat die Zähne eines Haifischs. Der Vater spricht anders von dir als die Mutter. In ihren Worten bist du seit Empfängnis. Des Vaters erstes Wort an dich war du. Ich könnte nachsehen, was unsere ersten Zeilen waren, die ersten Wörter, die wir tippten, uns zu meinen. Doch ich muss schlafen, sehe und lese ich dich, so muss ich weinen. So geht es Nacht für Nacht. Und auch das sind Maßeinheiten, Sterne darin, halbe Monde, Sicheln und das Licht sehr fahler Häute. Ich schreibe noch eine Weile Nachrichten an dich. Und deine Stimme ist in meiner Hand. Die Tage stehe ich glatt und oft schon glänzend wieder vor den Augen. Da gibt es keine List und kein Verstecken. Die sehen mich, die wissen von der Sprache, die ich für dich sprach, von den Wörtern, aus denen ich das Sprechen löste. Die sehen auch, wie angefressen, wie wenig ich geworden bin. Sie sagen, das Vergessen hat die Zähne eines Haifischs. Ich tipp dir leise, das Erinnern auch. Es kommen verschiedene Zeugnisse, die ich durch den Vortrag quasi ablege. In mir taucht der Krieg auf. Fragt, du bist überrascht? Ich sag, na, der Form halber. Sagt er, ich hab Konjunktur, schreib drüber. Sag ich, Angeber hat Brecht schon. Sagt er mit lauter Monsterstimme, ich bin der Vernichter. Sag ich, du bist in mir ein Hall und Jammer.
Ich halte dich ein, werd innen schwarz, bleib außen Alabaster, bis die Glut durchdringt. Dann stehst du da, verbrennst die mir zur Hilfe eilen wollten. So vermehrst du dich als Infektion, Entzündung aller Wunden. Sagt er, du hast es dir schon ausgemalt. Sag ich, kenn dich wie Abel, kenn dich doch ewig. Sagt er mir, sanft, an mich gelehnt, sein Atem köstlich, so warm im Nacken, alles wie immer alles, nicht ohne Melodie. Ich bin der Funke, im Dunkeln bin ich der hellste Punkt. Das ist ein Gedicht, das nach dem Besuch im Hygienemuseum Dresden entstanden ist. Da kann ich mich erinnern, dass es einen, wie so ein Spektrographendarstellung gibt, wo man den gesamten Körper eines toten Menschen sieht, wie er mit der Zeit, so eine Zeitrafferkamera ist darüber geschaltet, eben mit so einem Wärmespektrographen, glaube ich, so heißen die, wo man sieht, wie der Körper auskühlt. Und durch das Auskühlen, erst kommen die Beine, natürlich die Extremitäten, das Blut lagert sich zum Schluss erstaunlicherweise, also ja klar auf dem Körperschwerpunkt, wo er eben am meisten aufliegt, am meisten Masse auf den Boden drückt und dann auch noch in der Schilddrüse, wenn sie noch aktiv ist und noch da ist, und der Körper vor allem durch die zunehmende Zeit eben aus diesen ganzen Farbzonen von Blau zu noch ein bisschen Rot und dann irgendwann nur noch weiß. Weiße Pünktchen sieht er aus wie ein Sternbild, irgendwann so ein Körper im Schwarz. Und ich weiß, dass ich so dachte, da dieser letzte Funke, so endet man dann. Und in dem Fall ist es der Krieg, weil ich so, ich kann mich an Karl Marx Zitat jetzt erinnern, was ist das Leben? Und er sagt, Struggle. Und so ist es ja vielleicht eben auch für jeden. Ein Kampf, ein Krieg, eine Auseinandersetzung. Frau Gomringer erlebt was. In meinem Dorf, da tragen vier den Sarg, wenn einer geht. Der Meiersgung, der Feutenshans, der Puchters Tom und einer, den wir alle kennen. Kein Auge trocken, als mein Opa drinnen lag. Ich saß in dieser Kirche und das Foto vom Opa ohne Hut, das lächelte mir zu. Die starken Männer hielten sich die Hände, nicht gegenseitig. Das geht nicht in meinem Dorf. Doch jeder seine eigenen. Und für sich alleine weinen, das geht auch allemal bei uns. Frau Gomringer erlebt was? 2. Haben Sie auch was in meiner Größe? Frage ich im Tiergeschäft. Und erhalte eine Schachtel, aus der es niemals Ruhe geben kann. Sie zirpen bei der kleinsten Bewegung ihrer dünnen Beine. Ist wie bei mir. Die Schenkel reiben aneinander. Ich mache Musik mit meinen neuen Freunden Tag und Nacht. Muss denken an Ägypten, heiße Nächte, an Opa und Aida. Bevor sie eingemauert, wird rasch noch ein Elefant durchs Bild geführt. Folgende Text ist ein Radiostück gewesen für Radio Bremen. Da schreibe ich eine Kolumne. Da fällt mir ein, die ist auch wieder fällig. Ich muss also noch tätig werden. Das ist eine Radiokolumne, 2 Minuten, jeden zweiten Sonntag. Morgen beginnt also das Programm mit einem Text von mir. Und dieser Text war ja Teil eines längeren. Der Wochenende. Am Sonntag war's, da ging er fort.
Da hielt er mir den Spiegel hin, da sprach er Worte wie Wolken. Da fing's zu regnen an in meinem Kopf. Da bot er seinen Schirm, da fühlte ich mich verhöhnt. Da wurde ich blass, da wurde ich müd, da wurde ich Tränen und Gedankenflut. Am Sonntag war's, da ging er fort, da sprach ich nimmermehr von ihm. Da wurde ich stumm, da wurde ich taub, da wurde ich grau, da blieb ich leer. Da hat an dieser Stelle Jan Zaratella, man sieht es, glaube ich, gar nicht so gut, aber man sieht es auch nicht so gut, wenn man das Buch vor sich hat direkt. Es ist wie eine, wie ein Schemen, ein Hochhaus, das ganz schmucklos ist. Einfach eine Betonstruktur mit Löchern, so dass man annimmt, da sind Wohnungen, da sind einzelne Strukturierungen und ja, vielleicht eben die Tristesse darin gut eingefangen von Zaratella. Von zu viel Zuckmeier. Im Sommer, das ist schön, da gewinnt keiner Preise. Hat keiner ein Stipendium, das du nicht hast. Schlafen selbst manche Veranstalter, Häuser, in die du dich sehnst. Die Herzen, sie kochen und werden dadurch hart. Im Herbst, im Winter wollen alle dich oder keiner. Das ist der Wechsel deiner Gezeiten, die Wahrheit deines Kalenders. Es sollten keine großen Worte am Ende der Gedichte stehen. Da gehören die eigentlich nicht hin. Je mehr ich gegen diese Regel verstoße, desto weniger will man mich kennen. So ende ich. Das bezieht sich auf ein Gedicht von Karl Zuckmeier, das heißt Nachtgebet. Das ist ganz, ganz zauberhaft und ganz lakonisch und ich kann es nicht ganz auswendig, deshalb will ich es nicht versuchen, sonst. Es gibt nichts Unschöneres als ein so angebrochenes Gedicht. Es ist wie ein alter Lebkuchen, wo man aß und den hingelegt hat und dann irgendwann findet und denkt, nein. Deshalb Gedichte immer im Ganzen, damit sie ja zumindest in der Idee auch eben mittransportieren können. Ich nahm ihn mit. Ich nahm ihn mit in ein Hotel, das vom Veranstalter gebucht. In ein Bett, das viel zu klein, in mein Herz, das randvoll mit Blut. Er schlief bis früh am Morgen, zeichnete mir einen Kreis auf meinen Bauch. Ich sagte Kreis, er sagte Jurte und verschwand. Ich vermute, in die Mongolei. Vielleicht noch drei Texte. Und ist das gut? So vom Timing her. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Naturgedicht. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Kein Wunder, dass sie auf mich treten. Liege ich doch weit und breit vor ihnen ausgestreckt. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Kommen die mit Turbinen, Windrädern und Solarzellen, checken aus, wo ich am hellsten leuchte. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Bin ich Ressource und Quelle und Erholungsgebiet in der Nähe für jeden Deppen, jeden Fracker. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Kleine Anzeige 1. Suche dich.
Mann für gewisse planetarische Stunden. Suche Gebellschaft, denn ich bin tierlieb. Das merken die Großköpfigen, die mit den Löwenlocken, die mit dem zarten Flaum, die Goldengecken. Suche dich für gemeinsames Einrichten, für das Schleppen der Säcke mit Tränen, das Küssen der vollen Lippen, das Begradigen des Haussegens. Ich bin, so ist's Programm, sehr gut im schönen Augenmachen. Denn, seien wir ehrlich, meine Augen sind Spiegel für dich. Und willst du nicht sagen, just in diesem Moment, wie schön du dich spiegelst für mich? Kleine Anzeige 2. Er sucht sich, schaut ständig auf die Uhr, aufs Schild über den Tellerrand, hat auch immer den Mund voll, denn hungrig ist er, hat, wie die Frauen, mit Low Carb und High Protein begonnen. Früher spielte man Flöte und jagte ein Schaf durch das Gatter, das erhielt die Figur. Heute ist er eine Süßigkeit, weiß nicht, wie ihm das geschehen. Kaum steht dem Mann der Mund vor Staunen offen, schmieren sich Parolen ihm auf die Lippen. Krieg droht er an, wenn er ständig weiter suchen und hungern muss. Ich kenne noch einen, der so war wie er, bevor es ihn gab. Der hieß Zeit. Kleine Anzeige 3. Wir haben es falsch begonnen. Ich sprach nur von mir, du ließest andere erzählen. Was wir brauchen, ist Nähe, nicht wahr? Neuer Versuch. Ich bin die Venus. Ich bin der Mars. Ich hab dich getindert, ich hab dich geliked. Wir haben gechattet, wir sind gejettet. Sie lachten über uns und wir hielten's aus. Hast mir gefallen im Schaum, hast mir gefallen im Feuer. Unsere E-Mail heißt Amor und wenn wir versenden, schickt ihr Vektoren. Von außen besehen sind wir ein schönes Paar. Die InStyle, die Gala, die Bunte, die nicken und schicken einen Obstkorb an unsere Adresse. Wenn du den Kindern mal erzählst, wie du ihre Mutter kennenlerntest, sag, es war Mittwoch, ein Tag auf der Milchstraße. Sie lief und alle drehten sich nach ihr um. Und als, ja, als letzten Text aus diesen Kapiteln von der Begehbarkeit des Herzens. Wenn man in, ich glaube, es ist das Marinebiologisches Museum in Bremen, da findet man ein Herz von einem Wal, einem Blauwal als großes Plastinat. Also man hat das Herz entnommen, man hat es vorbereitet und es ist so groß wie eine kleine Duschkabine. Man kann ich nehme nicht an, dass man es darf. Da steht es da mitten im Raum und man kann herantreten und einem ist bewusst, das Herz eines Wals, das ist eine Telefonzelle von der Größe. Und Telefonzellen gibt es ja auch nicht mehr so richtig, aber es ist ein sehr beeindruckendes und auch ja demütig machendes biologisches Zeugnis. Von der Begehbarkeit des Herzens. In Bremen sagt ein Schild, dass man hinein dürfe, ganz ohne Abstreifen der Schuhe. Ein Walherz hier ist eine veritable Größe. Ist der Ort kleiner Versammlung. Ein Kind der letzten Tage des 20. Jahrhunderts kenne ich Orte dieses Maßes mit jeweils einem Fernsprechapparat. Etwas verloren und auch vom Schall gut isoliert, steht man in den Kammern eines Riesen, undekoriert und bar. Ich bin 1,76 Meter hoch und an weitester Stelle messe ich 45 Zentimeter. Die Ehrlichkeit kommt vom Beichtgefühl, das in der Atmosphäre liegt. Ich selbst bin Fernsprechapparat. Wo ich stehe, fließt das Blut. Was alle Feldherren sagen, wünsche ich dem Wal. Wie eine Ansammlung nasser Zellen stehe ich,
in einem Ort, an dem kein Mensch je stehen sollte, mit Schuhen oder ohne. Es war ein Russe, der nach Gott befragt einst sagte, ich war im All und hab da keinen alten Bart gesehen. Unglücklich im Herzen, sage ich, ich war im Haus der Liebe. Sie muss mich haben kommen sehen und ist darum sehr schnell verschwunden. So wird durch einen Besuch an einem Nachmittag im Mai die Unsicht und auch Unfassbarkeit, die Unhaltbarkeit und das Abgleiten, Verderben des Gefühls, das wir nicht fassen, sehen, konservieren können, ein für allemal bewiesen. A priori gab es kein, was zu beweisen war. Ja, so viel, so weit. Und da sind wir bei der Liebe angekommen, die du genau herausgesehen und gehört hast, liebe Irmgard. Und dazu bei der genauen Naturbeobachterin. Und die Beobachtung der Gottesanbeterin war ja auch der Anstoß für den Titel zumindest dieses Gedichtbandes. Ist dieser Gedichtband aus diesem meditativen Moment heraus entstanden? Oder wie hat sich der Titel und wie haben sich die Gedichte zueinander gefunden? Wie müssen wir diese Konstellation verstehen? Das letzte Kapitel, das, was noch ein bisschen aussteht und aus dem ich nachher noch etwas lesen werde, zeigt es vielleicht dann auch am stärksten auf. Es ist eigentlich ein Band eines Glaubenszeugnisses. Ich wollte gerne auch erzählen, dass ich gläubig bin, glaube ich. Irgendwann kam mir jetzt diese Zeit richtig vor und auch, also ich bin katholisch getauft und ich habe meine Firmung gehabt, also meine Kommunion, meine Firmung und die anderen Sakramente stehen so weit noch aus. Aber es gibt also bei mir eine Beziehung zum Glauben und weil es immer mehr Einladungen auch in Deutschland für mich gab zur Deutschen Bischofskonferenz und ich bin Mitglied der Synode geworden und so. Also bin ich auf einmal ganz in einer kirchlichen Welt, obwohl ich mich gar nicht so verbunden fühle mit einer bestimmten Gemeinde, zum Beispiel hier auch in Bamberg um mich herum. Und die Gottesanbeterin, da kommen einfach zwei Dinge bei mir zusammen. Ich bin wirklich ein Insektenfan und ich bin auch nicht furchtsam oder da irgendwie komisch berührt, wenn es irgendwo krabbelt. Ich schaue mir das sehr gerne an und bin voller Ehrfurcht über die feinste und kleinste Einheit der Biologie, die noch sichtbar ist für uns. Also dann, mittlerweile sind wir ja in einer Welt, in der sich also ein Virus so berühmt geworden ist und uns alle in Schach hält. Sodass also Insekten und insektile Begegnungen für mich schon spannend sind, immer auch gewesen. Und es war einfach so, ich hatte noch nie in freier Wildbahn eine Stabheuschrecke so gesehen. In dem Fall war es wirklich eine Gottesanbeterin, die da einfach in den USA in einem heißen Sommernachmittag durch den Hintergarten bei meinen Gasteltern, ja, wie soll man sagen, stolzierte schon fast. Die bewegen sich ja extrem langsam und immer vor und ein bisschen zurück und vor und wieder zurück. Und das kann man schon mal eine Stunde beobachten und sich denken, tja, was macht der Blick auf eine ganz andere Fauna auch für einen? Ich hatte nie so sehr das Gefühl, so fremd zu sein, wie wenn ich in den USA war. Und jetzt war ich oft in einem Staat in Pennsylvania, der noch sehr ähnlich ist Deutschland, weil das auch sehr viele deutsche Bewohner da quasi hingegangen sind. Da hast du so Cluster in Michigan und da rund um Pennsylvania und innen drin. Und dann sagen mir alle Amerikaner immer, ja, das ist ja ein sehr deutscher Staat. Und ich fand ihn aber sehr fremd. Und habe gedacht, ja, es ist vielleicht wie eine Zeitreise. Man sieht die Amischen und man sieht auch deren Verhältnis zum Glauben und auch deren Beziehung zu Tieren, die eine ja sichtbar stärkere ist. Also die fahren ja wirklich mit Horse und Buggy durch die Gegend. Und naja, es war wirklich die Begegnung an einem Nachmittag. Und
Ich suchte eine Gedankenklammer für diesen Band, in dem ich also zeigen wollte, dass ich mich mit dem Thema des Gläubigseins und eben darin auch mit dem Tod und der Liebe beschäftige und nach dieser Du suche. Da erinnere ich mich, also habe ich diese Erinnerung zusammengefügt und habe natürlich erst ehrlich, der Text, der ganze Band sollte erst heißen Gottes Anbeterin. Und dann habe ich schlechte, schlaflose Nächte gehabt und gedacht, das geht nicht, das ist mir zu plakativ. Ich möchte es ein bisschen verscherzen und habe mit dem Verlag gesprochen. Dann habe ich gesagt, ah, das ist sowieso uns lieber. Vielleicht ist mein Verlag auch einfach sehr zurückhaltend. Damals noch zwei Kollegen gewesen und eine Kollegin, ein Triumvirat quasi mit einer Frau darin, die einen ganz starken Bezug zum Osten haben und eben nicht so mit dem Thema Glauben aufgewachsen sind. Und denen war es unheimlich, dass ich da jetzt kam mit Gebeten, Gedichten, Fragezeichen. Und so kam es. Also es ist sind drei Stationen, die Nora Gomringer, die glaubt, die Nora Gomringer, die Insekten mag und eben diese Erinnerung hat an eine Begegnung und die Nora Gomringer, die mit ihrem Verlag einen Scherz plante und der jetzt auch immer viele Fragezeichen aufwirft. So ist es ganz gut, so spricht man dann eben und kommt ins Reden. Ja, und ich denke auch, der verschobene Buchstabe oder diese kleine Wechsel zum IE, das ist ein Haltepunkt. Der bringt uns doch dazu, direkt zu fragen, wer bietet hier wem etwas an? Und die Gedichte machen dann allerlei Angebote, aber sicher nicht eine verbindliche Verkündigung oder Mission. Ja. Dieses Spiel, das zieht sich durch den Band hin. War die Auswahl einfach zu finden der Gedichte oder brauchte es da weitere Binnenklammern, um die zu organisieren? Ich habe wirklich den Band letztlich geordnet wie einen, wie so einen kleinen Katechismus oder so. Also wenn man ihn an die Hand nimmt, dann stehen ja da quasi Stationen darin für einen, für den Gläubigen. Und so habe ich eben eigentlich auch alle diese Titel der Zwischenkapitel gewählt mit dem Gedanken an eine das Exerzitium quasi, ein Gedankenexerzitium von der Widmung, die ja auch ein gläubiger Mensch, wie er sich selbst empfindet gegenüber seinem Schöpfer. Hier hat sich Gott mir gewidmet oder ich widme mich meinem Glauben, meinem Gott. Das Buch Tim als Idee, dass es das Buch Genesis gibt, das Buch und so weiter und hier eben das Buch als ein Themenkomplex innen drin. Zeugnis ablegen ist des Christen erstes Gebot. Wenn er mit diesem Zeugnis dann eine Mission mitteilen kann, dann ist es innerkirchlich noch besser. Aber ich wollte in der Tat nicht so missionieren gehen. Ich beziehe es wirklich wieder komplett auf mich, damit es auch... Vielleicht ist es eine sehr weibliche Haltung gegenüber dem Schreiben, damit es auch ja nicht zu übergriffig wird oder so. Aber es ist wirklich für mich ein Prozess in Stationen geworden. Dann die Nochfragen, die kommen von den Nachfragen. Wir haben ja das Angebot und die Nochfragen, Nachfragen. Also auch hier ein Buchstabenwechsel zum Spiel. Das ist quasi die letzte Möglichkeit, nochmal hinauszufallen aus dem Gesamtkonzept Lyrikband, weil wenn man noch Fragen hat, dann ist es ja noch nicht, quasi ist man ja noch nicht berufen. Da gibt es noch Zweifel und in diesen Zweifeln kann man recht viele Gedichte völlig richtig erkannt hineinsetzen, die so quasi aus dem Band irgendwie rausgefallen wären. Die haben nicht so richtig einen Sinn. Auf der anderen Seite sind Fragen natürlich auch für den Gläubigen. Die Selbstbefragung ist immer sehr wichtig. Also es bleibt dabei, dass es ein intrinsischer
Teil, glaube ich, der gläubigen Selbsterfahrung ist. Genau. Und dann das Angebot ist dann letztlich wirklich die Darreichung verschiedener Gebete, Gedichte und auch einfach des offenen Zeigens. Das ist es wohl, was ich meine, was angeboten wird, wenn man eben als Gläubiger spricht. Oder auch, was mir angeboten wird, wenn ich dann gläubig bin und einen Kontakt zu Gott mir wünsche und ihn aufnehme und pflege. So. Also wirklich ein Programm und nicht eine zufällige Auslegeordnung. Und das Angebot am Schluss ist ja dann nochmals vielfältig, weil es von Kleinstformen bis zu kleinen Geschichten unterschiedlich präsentiert und auch verschiedene Welten aufeinander bezieht. Was mich noch interessieren würde abschließend, das Interesse von kirchlichen Kreisen an deinen Texten, an deiner Person. War das eine Reaktion auf diesen Lyrikband oder stand das schon davor? Ich stand ein bisschen davor schon, weil ich merkte, wie war das denn? Ich wüsste gar nicht so meinen ersten Kontakt als Lyrikerin, die quasi gebeten wurde, eine Predigt zu formulieren oder einfach so im Öffentlichen zu sprechen. Ich merke aber, dass die Kirche einen sehr guten Buschfunk hat. Wenn man also in einer Kirche vor einem Pfarrer wohl aufgetreten ist und er hat das Gefühl, da bringt es etwas Neues oder man hat eine andere Art der Sprachauseinandersetzung oder sie klingt gar nicht so abgehoben und fremd und so, und meine Gemeinde kann da etwas mit anfangen und vielleicht einen Gewinn daraus ziehen. So wird man da innerhalb dieser Szene sehr freundlich herumgereicht und herumgereicht ist zu viel, man wird sehr freundlich eingeladen. Also es braucht für einen Pfarrer viel Überlegung, ob man so ein extra Schaf erhebt und es den anderen in der Gemeinde vorstellt. Ich war da einfach, es hat sicher angefangen in der nächsten Umgebung und dann merkte ich auch, weil es gibt eigentlich in vielen Gedichtbänden, vor allem in Morbus, immer wieder Hinweise auch auf Heiligengeschichten zum Beispiel. Also Hagiographien sind für mich wichtig und spannend. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Mutter hat mir Heiligengeschichten erzählt und so setzt sich da auch mein Interesse so zusammen. Ja, und von daher, also es gab vorher dieses Interesse in kirchlichen Kreisen. Jetzt merke ich aber, dass auch so ein Buch dann dafür genommen wird, dass man erkannt wird. Also das klingt jetzt gar nicht so wie, die Nora Gommeringer, sondern dass sie dieses Buch nehmen wie eine Art Bericht des Glaubens, als wäre das mein Credo. Und das lasse ich mir bis zu einem gewissen Grad gefallen. Und dann muss ich aber auch immer daran erinnern, dass ich eben doch Dichterin bin. Und so wie ich nicht gut finde unbedingt, dass viele Autoren oder Künstler jetzt Wissenschaftler werden oder dass es so eine direkte Beziehung zur Naturwissenschaft zum Beispiel gibt, sodass wirklich das so verstanden wird als der Künstler ist quasi Wissenschaftler. Nein, der Künstler ist wirklich eine eigene Form, eine eigene Identität hat er, wenn es gut läuft. Und er sich auch erkennt als jemand, der etwas extra bringt. Und ich habe immer eigentlich die Dichter gar nicht so nah an der Philosophie gesehen, sondern viel näher an der Politik und nicht so der Identitäten, sondern auch als als Wegweisen in ihren Gedanken und Sprachformen und so. Und ja, und das ist ja auch Thema im Moment, nicht, wie wir uns damit jetzt verhalten, dass wir eigentlich so ein bisschen ausgebremst sind und verschwunden im Moment mit Covid. Die Gedichte, die verkünden keine Botschaft, sondern die verrücken den Blick auf die bekannten Geschichten. Es ist sehr hübsch in dieser ganz kleinen Geschichte vom Apfel. Vielleicht hören wir sie noch. Der dann am Schluss nochmal so an die bekannte Geschichte vom Apfel anknüpft, aber eigentlich für sich besteht. Und es ist sicher auch in dieser Betrachtung von Jesus am Kreuz, der als Kummerkasten aus Holz mit Schlitz beschrieben wird, damit seine
Trostfunktion nicht verliert, aber natürlich in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt wird. Und diese Irritationen sind wichtig, die bringt nur der Dichter oder die Dichterin die Poesie zustande, nicht der Wissenschaftler und ich glaube auch nicht der einfache Prediger, der nicht das die vielleicht auch nicht. Ja, ich denke mal so, das ist auch eine Sache des Mutes. Ja. Ich hingestellt werde manchmal von den Pfarrern, um Dinge zu sagen, die sie selbst nicht wagen vor der Gemeinde, aber es ist natürlich trotzdem gut, dass dieses Salz mit hineinkommt in diese Gewürzmischung, die man da hat. Und das ist auch eine Aufgabe in der Bischofssynode, an der du ja jetzt in der du einen Sitz hast. Ja, also ich bin da aber in der Tat, weil das hochkomplex ist. Das sind so große Themen, die da besprochen werden. Es geht um die Macht, es geht um die Rollen der Frau, die Möglichkeiten für Frauen in kirchlichen Ämtern. Es geht um Sexualmoral, also Beziehungen ohne Trauschein und dann eben auch LGBTQ. Mhm. Alle anderen großen Akronyme und ja, sehr, sehr schwere Auseinandersetzungen, bei denen ich erstaunt bin, wie bewusst, wie offen, wie klar gerungen wird, wie miteinander gesprochen wird. Und ich, was bin ich da? Ich bin da eingeladen als Künstlerin und Christin. Ich bin zunächst zuhörend und manchmal also völlig entflammt in Zorn und Entsetzen und Fassungslosigkeit, wie über bestimmte Dinge gesprochen wird. Und dann aber auch demütig, denn diese Gespräche gibt es schon sehr lange und ich komme ja da quasi frisch hinzu, bin fachfremd, auch bin keine Theologin und versuche gar nicht zu stören, das meint es nicht, sondern ich versuche wirklich auch immer wieder mal ein bisschen den Fokus hineinzubringen, auch wie sich das außen anhört und wie zum Beispiel Menschen der Kunst auf bestimmte Haltungen der Kirche reagieren. Und wo ich doch merke, dass viele Autoren, oder viel mehr als ich immer dachte, sich eigentlich von der Kirche sehr angesprochen fühlen. Wo ich merke, in meiner Altersumgebung sind also, und vor allem der feministischen Umgebung, sagen eben alle, ich hätte einen Dachschaden, dass ich mich mit der katholischen Kirche auseinandersetze und dass ich mit denen zu tun habe. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, denn allein meine Präsenz soll für mich auch die Unterstützung für die vielen, die unendlich vielen Frauen innerhalb der Kirche, die längst in diesem System arbeiten, auch Zeugnis dafür sein und auch für die Arbeit vieler sehr zuverlässiger, sehr liebevoller Kirchenmänner und Frauen, die ihre Arbeit mit Passion und mit sehr viel ja auch kultureller Bürde ja auch tragen und Würde. Ja, große Linien sind da. Und natürlich ist es alles eine Katastrophe, wie aufgearbeitet wird und wie die Skandale der Jahre völlig, völlig an den Menschen vorbei aufgeklärt werden oder eben nicht. Das ist ein Verbrechen. Ja. Danke, dass du uns auch noch in dieses Feld eines großen Gesprächs hier kleinen Einblick gibst und würde mich jetzt freuen, noch aus dem letzten Teil des Lyrikbandes einige deiner Gedichte zu hören, die eben ganz in die Nähe von Gebeten gelangen. Gerne. Man sieht's. Die Messe biegt in ihre 40. Minute, als gewandelt wird. Das Wasser in Wein zu Blut, das Brot als Hostie zu Leib. Glockengeklingel, Ministrant tritt immer hinten auf die Kutte, wenn er sich erhebt. Da ist viel Leib am Werk. Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz. Gut,
dass hier alles gewandelt wird, werden Sorgen Gesänge. Herr, Herrje, ich bin müde. Ich bin kleiner als meine Kleidergröße. Die Stapel auf meinem Schreibtisch wachsen und ich verschwinde in meiner Kleidung. Eines Tages mache ich mich durch ein Knopfloch, nein, ein Nadelöhr, auf und davon. Aushalten und durchhalten und Kraft wünschen einem die Lieben. Dabei wünsche ich mir ein Bett und einen, der Tee bringt und mich sein lässt, mich hin und wieder berührt, damit ich noch in der Welt bin, obwohl so klein und verschwunden. Eine Weile nur aufgehoben in dir. Stottern in den USA. Like a prayer. Like a virgin. Like. Kämst du heute? Komm größer als Trump. Komm ja nicht schwarz und nur in China asiatisch, komm männlich. Und wenn als Taube, nimm die weiße Variante, die Krüppelfüßigen vergiften sie in Städten. Komm an den Schläfen grau, aber nur dort. Komm so wie Clooney, kennst du den? Komm mit PR-Berater, lass dir von Williams ein Lied komponieren, das Beyoncé singt und in Deutschland die Fischer. Komm schnell, komm noch vor Weihnachten in diesem Jahr und in Dresden gib ihnen deinen Geist. Machst du das noch so? Komm auch auf YouTube und live, unbedingt live. 12 Follower, daran muss man arbeiten. Komm und sei auf Fragen gefasst. Komm, frag uns. Das nenne ich ein geradezu prophetisches Gedicht. Das war nämlich für die furchtbaren Überfälle in Dresden im Jahr 2015, als sich Pegida langsam formierte. Da war das geschrieben. Und nach Pegida hat sich die AfD in Deutschland gegründet. Und da war Trump, also ja, war dann natürlich schon auf der Landkarte. Aber also, es war uns allen ja noch unvorstellbar, dass der käme. Ja, apropos, wer da so herantritt und kommt, Jesus kommt. Jesus kommt, wir räumen auf, kehren unter den Teppich, stellen uns gerade hin mit geschnittenen Haaren, ziehen ein Kleid an, auch die ehrlichen Jungs, sagen artig Danke und Bitte. Jesus, der schaut, so kennt er uns gar nicht, fragt, ob er sich hier in der Tür geirrt. Und ich sag, man wird doch den einen Abend noch höflich sein dürfen. Und ich schließe und danke sehr herzlich für das schöne Gespräch und für das Eindenken. Es gibt für einen Dichter, für jemanden, der ein Buch geschrieben hat, und du hast viele Schriften veröffentlicht, das weiß man immer. Jeder, der so etwas geschrieben hat, ist sehnsüchtig danach, dass man etwas darüber erzählen kann, dass man daraus vorlesen kann. Deshalb ist es auf der einen Seite ist natürlich narzisstisch und auf der anderen Seite ist es eine Kommunikationsform. Und die Dichter, die sind zum Teil so still und so mit diesen Dingen beschäftigt. Auch so etwas braucht einfach Jahre, bis es zusammenfindet und entsteht. Und dass man dann die Gelegenheit hat, eben zu zeigen, dass es wirklich wie eine Brotkrumenspur ist, die man auslegt, und dass dann jemand mit einem auf diesen Weg sich zu einem hinbegibt im Gespräch und im Entdecken. Das ist ein,
ein Geschenk. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke den Veranstaltern. Wir haben ganz lange darauf gewartet. Wir haben seit letztem September eigentlich uns gesehnt, dass wir das, was wir lesen, jetzt auch hören dürfen. Und dafür danke ich dir. Merci, danke. Und wir fangen es gleich ganz, wir hängen es ganz hoch. Gott berichten. Ein Apfel, 100 Gramm, 52 Kilokalorien. Sorgsam aufgeschnitten, langsam verzehrt, mit gutem Appetit, den Griebs in den Garten gelegt, genährter Hoffnung, nichts zischelte von oben. Jo. Das sind so schön komplizierte Vorgänge. Ich übergebe, liebe Nora Gomringer, liebe Irmgard Wirz, wir bedanken uns auch im Namen der ZHP Luzern, mit der die Veranstaltung ursprünglich auch geplant war, in deren Räumlichkeiten, im Lesesaal. Wir holen das irgendwann mal nach. Ich bedanke mich herzlich für diesen schönen, dichterischen, nachdenklich stimmenden Moment mit Ihnen beiden. Den Applaus stellen Sie sich jetzt vor, er ist Ihnen gewiss. Und ich hoffe sehr, dass wir Sie, liebe Nora Gomringer, am 2. November 2021 live in der Loge Luzern auftreten sehen im Rahmen der Lyrikreihe Poesie der Zentralschweiz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Buchhandlungen sind in der Schweiz seit gestern wieder geöffnet. Wie ist es in Deutschland? Noch nicht. Also man kann Bücher abholen, wenn man was bestellt hat, aber man kann noch nicht hinein. Bis zum 7. März ist erst nochmal keine Informationen. Wir warten in dieser Woche, was sich Neues an Öffnungen eventuell ergibt für uns. Dann wenden wir uns in der Schweiz glücklich, dass Sie seit gestern wieder geöffnet sind. Zusammen mit den Autorinnen und Autoren freuen Sie sich über zahlreiche Buchverkäufe. Denken Sie das an, ich zitiere Tanja Messerli, die neue Geschäftsführerin des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbandes. Wir sollten den Buchhandel nicht Amazon überlassen. Bestellen Sie Ihre Bücher bei Ihrer Lieblingsbuchhandlung. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Nacht und schließe mit einer Gedichtstrophe von Nora Gomringer. Sie stammt aus der analogen Zeit der ritualisierten Veranstaltungen. Und sie ist auch im Buch unter dem Titel »Was wirklich geschieht«. Dichter hat getan, was er konnte. Dichter steht auf, Dichter verbeugt sich, Dichter signiert, Dichter geht ab. Steigt in seinen Ferrari, braust in die Nacht. Gute Nacht.